Meine sehr verehrten Damen und Herren, Eure Exzellenzen, liebe Freunde und Unterstützer von Gemeinsam für Afrika. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute am Weltflüchtlingstag hier zu unserer Veranstaltung Afrika ante Portas, Herausforderungen und Perspektiven von Entwicklungs- und Migrationspolitik begrüßen darf. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Aufmerksamkeit für die Potenziale und Chancen unseres Nachbarkontinents Afrika zu erzielen. Wir wollen einen Anstoß für differenzierte Sichtweisen geben, auch heute mit dieser Veranstaltung. Und im Namen von Gemeinsam für Afrika danke ich deshalb allen Teilnehmern und Ihnen, liebe Gäste, herzlich heute für Ihr Kommen und für Ihr Engagement. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir jetzt mit unseren Schirmherren von Gemeinsam für Afrika hier begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Bundespräsident Christian Wulff. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bundespräsident, liebe Freunde und Unterstützer von Gemeinsam für Afrika. Vor 60 Jahren, 1951, hat die Weltgemeinschaft aus furchtbaren Erfahrungen von Mord und menschlicher Entrechtung, den Zerstörungen des verheerenden Weltkrieges und damit verbundener millionenfacher Flucht und Vertreibung die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen. Diese völkerrechtliche Vereinbarung gibt Menschen, die flüchten müssen, den Anspruch und das Recht auf Schutz und Asyl. Über 15 Millionen Menschen sind derzeit nach UN-Statistiken weltweit auf der Flucht. Diese Zahl ist erschreckend und doch spiegelt sie nur einen Teilaspekt eines weit umfassenden und doch damit verbundenen Prozesses wider, dem der weltweiten Migration. Auch viele Afrikaner verlassen ihre Heimat. Doch die wenigsten verlassen sie freiwillig. Es sind vielmehr die Zwänge von Armut, Arbeitslosigkeit und Bevölkerungsdruck, von Klimawandel und Umweltzerstörung, von Diktatur und Bürgerkrieg, die sie treiben. Die allermeisten von ihnen finden Zuflucht in ihren Nachbarländern. Es sind die armen und ärmsten Länder, die die Hauptlast der Wanderungsbewegungen tragen. Nur höchstens 1-2% kommen nach Europa. Menschen fliehen nicht nur vor unmittelbarer Verfolgung. Sie versuchen auch erdrückender Armut zu entkommen. Sie sind auf der Suche nach besseren Lebensperspektiven, haben Ziele, Träume. Und in der Hoffnung auf ein besseres Leben geben sie oft skrupellosen Schleppern das vom ganzen Dorf zusammengeträgte Geld
um dann auf maroden Booten die gefährliche Überfahrt übers Meer zu wagen, in der Hoffnung auf Europa. Ein Europa, das sie vielfach nicht will, das sich überfordert gibt, das Angst vor ihnen hat. Ich möchte die Schriftstellerin Aminata Traore aus Mali zitieren. Die afrikanischen Einwanderer sind keine Feinde Europas. Im Gegenteil, sie glauben an Europa. Und was macht Europa? Wir enttäuschen und versagen, nicht zuletzt vor uns selbst. Es ist beschämend für ein Europa, das sich auf Humanität und Menschenwürde gründet, einen Oberst Gaddafi hofiert und dafür bezahlt zu haben, Asylsuchende hinter Stacheldrähten und Zäunen mit brutaler Gewalt von uns fernzuhalten. Ich möchte den Europaratskommissar Hammarberg zitieren, der letzte Woche sagte, wenn die Abwehr Vorrang hat vor der Rettung von Menschen, läuft etwas dramatisch falsch. Offiziell starben in diesem Jahr bereits mehr als 1400 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Es waren Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention, die Anspruch auf unseren Schutz hatten, und es waren Menschen, die wir aus Seenot hätten retten müssen. Wollen wir die Ursachen dafür verändern, dass Menschen aus purer Not unter Lebensgefahr Grenzen zu überwinden suchen, dann müssen wir aktiv dazu beitragen, dass die Menschen in ihrem Heimatland eine Chance haben. Eine Heimat, in der Arbeit, Gesundheit und Demokratie gute Lebensperspektiven für sie und ihre Familien eröffnen. Migrations- und Fluchtursachen hängen oft zusammen. Dennoch müssen wir beachten und dürfen es nicht vermischen. Flucht und Migration sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ihre jeweiligen Bedeutungen dürfen nicht verwässert werden. Wir wissen und haben gelernt, Entwicklungs- und Migrationspolitik können schon längst nicht mehr unabhängig voneinander gedacht werden. Allerdings darf Entwicklungspolitik auch nicht zum Zweck der Migrationsverhinderung instrumentalisiert werden. Die Hilfsorganisationen von Gemeinsam für Afrika wollen auch die Chancen der Migration für die Entwicklung, und zwar sowohl in den Herkunfts- als auch in den Zielländern, hervorheben. Die Potenziale der Diaspora und der Migranten für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung müssen besser genutzt und unterstützt werden. Stichworte dafür sind Rücküberweisung, zirkuläre Migration, Partizipation von Know-how und Bildung. Entwicklungszusammenarbeit, wie sie von den Hilfsorganisationen von Gemeinsam für Afrika in tausenden Projekten Tag für Tag geleistet wird, hat das große Ziel, Armut zu bekämpfen und Not zu lindern. Aber dabei darf Entwicklungszusammenarbeit nicht einfach nur nationalen wirtschaftlichen und Sicherheitsinteressen folgen oder unterworfen werden. Denn unsere Verantwortung ist größer. Das ist der Grund, warum wir als Hilfsorganisation uns den UN-Millenniumszielen in hohem Maße verpflichtet fühlen. Wir arbeiten in Afrika mit unseren Partnerorganisationen daran, diese Ziele zu erreichen, und fordern nachdrücklich die politisch Verantwortlichen auf, mehr Anstrengungen zu unternehmen, ihre auf Gipfeln gegebenen Versprechungen auch einzuhalten. Migration ist gesellschaftliche Normalität immer schon. Denken wir nur an die Mitte des 19. und 20. Jahrhunderts, als Millionen Europäer auswanderten, um Arbeitslosigkeit, Hunger und Armut zu entgehen. In den Zeiten von Verfolgung und Krieg fanden viele Europäer Aufnahme in anderen Ländern. Das dürfen wir nicht vergessen. Und was uns Europäern recht war, müssen wir heute Menschen aus Afrika und anderen Kontinenten ebenfalls zubilligen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier unseren Schirmherrn von Gemeinsam für Afrika begrüßen dürfen. Herzlich willkommen nochmal, Herr Bundespräsident.